Kameradschaft im Team herrscht.6:15, 40:15. Field game, Italian. Eins beide, one game all. Deutlich zu erkennen, dass dieser Return von Becker immer aus war. Es ist fast unglaublich, mit welcher Konstanz und mit welcher Härte Omar Camporese serviert. Zwei Asse in diesem Aufschlagspiel. Eins beide, pardon. Zwei Asse in diesem Aufschlagspiel. Und dann zwei sogenannte Servicepunkte. Becker zwar noch an den Ball kam, aber ihn nicht zurückbringen konnte. Der Schiedsrichter überstimmt seinen Aufschlagrichter. Der Ball war gut, 15:0. Thank you.
Boris Becker bringt seinen Aufschlag durch, aber hier hat man zweimal wieder gut sehen können, dass die Stärken von Camporese nicht nur im Service, sondern auch im Return liegen. Ja, vor allen Dingen seinen Rückhand-Return unheimlich verdeckt. Er trifft ihn sehr früh, der Schläger geht nach vorne und zur Seite und damit ist dieser Ball, wenn er an der Linie runtergezogen wird, fast unerreichbar. Das heißt, in dem Fall bei dem ersten Rückhandlinienball konnte man genau sehen, Boris Becker hatte überhaupt keine Chance, obwohl er zu dem Ball hingegangen ist. Den zweiten hat der Becker, den nach vorn stürmenden Becker, vor die Füße gespielt, der mit einem Flugball dann in Nöten war und dann wurde er gnadenlos passiert. Im vergangenen Jahr hat Italien in der ersten Runde den Finalisten Schweden ausgeschaltet. Da war Paolo Cané der große Held, der beide Einzel gewann, das gegen Edberg und das gegen Svensson. Heute sieht es danach aus, als könnte dieser Mann Omar Camporese sein. Tja, im Moment sieht es wirklich danach aus. Wir wollen es nicht hoffen. Aber man kann genau erkennen, Boris Becker stemmt sich dagegen. Und die Frage ist nur, ob Camporese sein gutes Aufschlagspiel weiter durchziehen kann. Sollte er einen Einbruch mit dem Aufschlag bekommen, dann wird Boris Becker die Initiative übernehmen. Die italienische Mannschaft. Halb verdeckt unten links, das ist der ehemalige Doppelpartner von Adriano Panatta, Paolo Bertolucci. Die beiden haben ja ein fantastisches Doppel zusammengespielt und er ist jetzt eine Art Co-Trainer. And by the 15-0. Rysik from Sen 30-15. Spiel
Game Italien. Zwei beide. Boris Becker findet im Moment keine spielerischen Mittel gegen Camporese. Glänzend sein Rückhandpass hierbei zum 30-15 oder aber diese diagonale Vorhand beim nächsten Punkt. Er variiert sehr schön, seine spielerischen Mittel sind nach wie vor ungebrochen. Zwei beide und auf Schlag Becker. Ass Nummer 10. 15 love. Der erste Breakpunkt überhaupt im dritten Satz und ausgerechnet gegen Boris Becker. Wieder ein so umstrittener erster Aufschlag, Bo. Panatta protestiert jetzt. Ja, es war nicht deutlich zu sehen, wer ausgesagt hat. Der Schiedsrichter hat den Ball auf jeden Fall im Spiel gesehen. Schade dann für Boris Becker, denn er war in Kontrolle und hätte diesen Punkt sicherlich gemacht. Ich glaube, es war der eine Aufschlagrichter. Auf jeden Fall wird es nichts nützen, dass die Italiener jetzt protestieren. Der Schiedsrichter hat zwei neue gesagt und er wird bei dieser Entscheidung bleiben. Adriano Panatta hat sich ja anders als sein Temperament vermuten lässt, so wie er sich früh auf den Platz begeben hat, bisher zurückgehalten. Jetzt kommt der Oberschiedsrichter George Grime. Aber er wird an dieser Entscheidung auch nichts ändern. Aber Adriano Panatta sorgt natürlich für Unruhe, denn 30-40 steht es gegen Boris bei seinem eigenen Aufschlag. Und er wird hinten kalt, er wird aus dem Rhythmus gebracht. Und ich glaube, das ist auch psychologisch eine psychologische Kriegsführung im Moment dort vorne am Schiedsrichterstuhl. Adriano als erfahrener Spieler weiß genau, was er damit bewirkt. Die Halle tobt und Boris Becker versucht, sich da etwas warm zu halten, geht jetzt mit zum Stuhl. Ja, hier kann man deutlich sehen, Niki Pilic will ihn vom Stuhl weghalten, dass er gar nicht sich mit in diese Diskussion einbezieht und sich dabei vielleicht noch aufregt. Er bekommt die zwei neue, das wird auf jeden Fall klar sein. So, jetzt werden wir wahrscheinlich Herrn Hunting noch mal hören. Aber wir haben beide keinen Zweifel, dass es zwei neue gibt. Er sagt nichts mehr. Breakpunkt gegen Becker und zweiter Aufschlag. Gemacht und dann zum ersten Mal die Becker-Faust. Volles Risiko beim Deutschen. Die meisten Spieler haben ja Angst, in einer solchen Situation aufs Ganze zu gehen, bei 30-40 und 0-2 in den Sätzen. Einstand. Aber nicht Boris Becker. Und mit der Andeutung seiner Faust zeigt er, dass er zum Kampf weiterhin bereit ist. Und er wird alles geben. Dieser Ballwechsel hat ihm gut getan. Germany.
Ich vermute, Sie haben es verstanden, eine unqualifizierte Bemerkung. Howie meine. Jetzt wird es natürlich auch schwer für die Italiener hier die Ruhe zu bewahren. Im Aufschlag schon der Jubel des Publikums. Becker geht mit 3:2 in Führung und vielleicht, Jürgen, war ja dieser umstrittene Aufschlag bei Breakpoint gegen Becker so ein Schlüssel in diesem dritten Satz. Ja, wir wollen es hoffen, genau kann man das nicht sagen, aber wichtig war, dass er diesen Punkt gewonnen hat und der hat ihm gut getan und er hat es dann mit einem Ass nachher bestätigt, eine Befreiung und 3:2. Wir können nur hoffen, dass der Aufschlag von Camporese etwas nachlässt, denn im Moment schlägt er so auf wie Boris, wenn er seinen besten Aufschlagtag hat. Niki Pilic haben wir ja vorhin einige Male im Zwischenschnitt gesehen bei Aufschlagspielen von Camporese. Auch der schüttelt fassungslos den Kopf, denn gegen einen solchen Aufschlag kann man nichts machen. Boris Becker hier mit diesem überrissenen Topspin, bei dem die Zuschauer immer schon schwer durchatmen, weil sie das Gefühl haben, der Ball könnte ins Ausgehen. Naja, der Ball hat eine hohe Flugkurve, aber der senkt sich dann auch ganz schnell. Das sieht im ersten Moment nur so aus. Und hier die Becker-Faust gut zu sehen und er will er den Kampf aufnehmen. Aber jetzt kann Boris Becker mal nachfühlen, wie es dem Gegner zumute ist, wenn er mal seine Aufschlagserien durchzieht und die frustriert sind und gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Wobei der Deutsche gerne sicher auf diese Erfahrung verzichtet hätte. Ja, vor allen Dingen in diesem Match. Zwei Doppelniederlagen bisher von Becker im Davis Cup. Die eine davon gestern gegen Camporese und zweimal im Einzel bisher verloren. Ansonsten ein ziemlich makelloses Ergebnis. Bei der ersten Doppelniederlage lag man auch 1-2 hinten und hat dann den Davis Cup noch gewonnen. Vielleicht ist es ein gutes Omen. Wir wollen es hoffen.
30-40 und damit ein Breakpunkt für Boris Becker. Die Halle feiert hier im Moment jeden Punkt, als würde er bereits den Sieg bedeuten. Ja, sollte Boris Becker das Spiel auch noch umkippen, kann er es diesem Publikum verdanken, die wirklich bis auf ein paar wenige, die zwischendurch unqualifizierte Äußerungen von sich geben, voll hinter ihm stehen und nichts mehr wünschen als einen Sieg von Boris Becker. Die entscheidende Phase im dritten Satz. Im Moment wird verbissen um jeden Punkt gekämpft. Becker voll durchgezogen, diese Rückhand auf Mann und dann verdeckt die Vorhand als Passierball gespielt. Zum zweiten Mal Breakpunkt für den Weltranglisten-Ersten. Ja, Omar Camporese hatte keine Chance am Netz. Dieser Vorhand war verdeckt. Boris hat lange gewartet und hat ihn dann kurz cross überrissen gespielt. Ass Nummer 11. Und es ist schon, oder es muss für Becker schon ein bisschen deprimierend sein, wie Camporese da immer die Aufschläge aus dem Ärmel zaubert. Er schlägt unglaublich hart, hat seine Punkte in diesem Spiel nur durch den Aufschlag gemacht. Und das sieht so selbstverständlich bei ihm aus, als wenn er nichts anderes könnte, als immer so aufzuschlagen. Vorteil Deutschland, Advantage Germany. Second Service. Der Maus. Omar Camporese mag es nicht glauben. Und Adriano Panatta protestiert bereits wieder. Dieser Aufschlag ist so schnell, ich hätte ihn gerne mal im Vergleich mit Pete Sampras gesehen. Dessen Service erreicht ja Spitzengeschwindigkeiten von über 200. Ich glaube, der von Camporese dürfte mindestens genauso schnell sein. Wieder ruft Panatta den Oberschiedsrichter. Ja, in diesem Fall stört er natürlich seinen eigenen Spieler sehr. Wenn der Ball Fehler war und der Schiedsrichter wird auch hier wieder bei der Entscheidung bleiben, steht Camporese nur noch ein Aufschlag zur Verfügung. Und wenn er unterbrochen wird bei diesem Aufschlag, darf nur einen zweiten, dann können wir uns sehr wahrscheinlich auf einen Sicherheitsaufschlag gefasst machen. Und das ist natürlich für Boris Becker sehr gut. Der steht jetzt hinter der Grundlinie und kann in Ruhe abwarten. Dritter Breakpunkt Becker und zweiter Aufschlag Camporese.
Jürgen Fassbender als Prophet. Das war nicht mal sein Sicherheitsaufschlag, er war entnervt, Doppelfehler. Das war ein ängstlicher Aufschlag, Eberhard. Er hat zum ersten Mal Nerven gezeigt und das ist ein gutes Zeichen jetzt für Boris Becker. Sein eigener Kapitän hat in diesem Fall dafür gesorgt, dass es zu diesem Break kam. Denn die Unterbrechung hat nur Camporese geschadet. Man konnte deutlich sehen, es war ein ängstlicher Aufschlag. Ich hatte gedacht, er wird einen Sicherheitsaufschlag machen, aber das war ein ängstlicher Aufschlag. Gut für Boris, 4-2. Aber Eberhard, das beste Spiel, das wir bisher gesehen haben. Beide haben exzellent in diesem Spiel gespielt. Bei der Meinung wären wir auch geblieben, wenn Camporese dieses 6. Spiel im 3. Satz gewonnen hätte. Denn so gutes Tennis haben wir im Verlauf dieser 1 Stunde und 53 Minuten bisher nicht gesehen. Boris Becker, der gerade noch mal beim Oberschiedsrichter war. Ja, vor allen Dingen, das war gerade sehr gefährlich. Er ist aus dem Platz herausgetreten und das darf er an sich nicht. Und er ist zum Oberschiedsrichter gegangen und wollte klären, warum er immer, wenn Panatta protestiert, auf den Platz kommt. Es war